Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge von Bioshock. Gott, letzte Folge, wenn ihr es gesehen habt, war da dieser hübsche, schöne Spicer, den ich angeschossen habe. Der dann immer meinte, weil da war ja ein Brennen, habe ich ja angezündet, ne? Und dann kommt da so ein hübscher, dicker Big Daddy vorbei und denkt sich, ich glaube, ich laufe mal durch den Durch und krieg ein bisschen Schaden, wa? Wird dann ein bisschen rot und greift mich an. Das hat mich schon ein bisschen angepisst und jetzt bin ich hier. Ist doch schön, oder? Napalm! Ich werde jetzt erstmal gemütlich alles nachladen, Leute. So, Verbandskästen. Die hier waren eigentlich echt geil gegen die komischen Biggies. Aber wieso starte ich auch immer hier oben? Das ist voll nervig. Vater, warum hast du mich... Was? Ich war nicht, Vater. Komm! Darf ich den jetzt bitte... Ja! Meine Güte! So! Ich würde dann gerne mal hier durchlaufen, ohne direkt wieder aufs Maul zu kriegen von irgendeinem dieser komischen Big Daddies. Blüten von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Shotgun ist jetzt mal nur für die Big Daddies. Noch besser. Warte mal, du gehst da dran. Ja, ich würde schon sagen, die habe ich doch gerettet. Ich würde jetzt gerne mal hier reingehen, um den wieder Fresse zu kriegen. Darf ich jetzt, ja? Hoppala, ich wollte dich ja drücken, aber okay. Oh, ist da keinen drin, du Arschloch, ne? Spasti. El Amo! Bienvenido al Amo, amigo! Ah, brauch jetzt grad nichts. Noch nicht! Gut, was ist hier? Ja! Jetzt komm her, du Kinderspacken! Hab dich erwischt! Erhöhte Schaden plus plus! Na komm! Wasser.
MG, Verbandskasten. Blut, Dollar, Kartoffelchips. Safe! Das Ding müssen wir mal hacken. Ja, damit habe ich verkackt. Ah, komm. Was soll's? Nehmen wir einen Auto-Hacker. Wir stellen her. Ja, danke. Das da für ein Magazin voll. Fallenbolzen. Ja, da haben wir hinten ja welche verschwendet. Das ist ja echt ärgerlich. Das hätte ich vorher wissen müssen. Und ja, den Auto-Hacker holen wir uns auch nochmal zurück, für, weil wir ihn jetzt gerade verschwendet haben. Und die MP-Patronen. Geh weg! Ich will keiner! Erschrocken. Ist keiner zu Hause, ist aber ärgerlich, ne? Pisser. Geht mir so richtig hart auf den Sack, der Typ. Ja, komm, so. Erfolgreich gehackt. Boah, Maus. Boah, nee, ist das geil. Boah, das war doch mal eine nette Ausbeute, du. Geh mal weg da, Dickerchen. Ich würde ja schon gerne drüber, ne? Das war's wert, glaube ich. Hoffe ich irgendwie. So, Tisch hat nichts. Von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Habe ich das nicht gerade hier genommen? Ryan Splicer schaffen gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, hergeschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Toll, $2 weniger. Aha. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Aha. Ein paar Spitzergranaten haben wir auch noch hier. Das Ding hacken wir mal kurz.
Komm so. Dann gehen wir uns jetzt langsam aber sicher durch. Ach, da ist so eins. Gut. Hack erfolgreich. Dann heilen wir uns mal ganz kurz für $10. Cool, Messingrohr statt Messingrohr, das ist nett. Geil. Wow. Wow. Kaffee. Damage Research. Mache deine Forschung effizienter mit Damage Research. Führe Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hättest. Yay. Erhöht Schadensboni durch Forschungen. Ja, tausch mal dagegen aus. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel. Das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Ja, was soll schon passieren? Ist ja gut. Also, was alles brauchen wir? 3 fehlende Komponenten finden die sie. Okay. Looks easy. Ich denke, ich hätte anbauen. Dafür hast du nicht die nötigen Bestandteile, Mama. Schon gut. Sag mal, wie viel schluckst du denn bitte schön? Krass. Jetzt müssen wir da rein, wa? Hey. Ich brauche einen Weg nach oben, und zwar hier. Zack, zack. Halleluja! Uäh! Das ist voll schwer! Toll! Toll! Das musst du mir erklären, wieso der da jetzt nur so ein mini kleines Hopserchen gemacht hat. Ist ja niedlich. Oh nö! Jetzt bin ich wieder im äußersten Arschloch überhaupt. Komm, wir nehmen irgendwas. Danke.
Ach stimmt, wir müssen da jetzt alles ablaufen, wa? Oh Gott. Unsere Fallenbolzen sind immerhin noch da. Ist ja schon mal ein Vorteil. Danke. Ist es dann? Ja. Tschüss, Geld. Bei ihr mit einer Spider-Splice in Organen, ne? Ja, ja. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Wenn ich jetzt noch gemerkt hätte, wo das ganze Zeug ist, wa? Das wusste ich, ja, gut. Der Scheiß von Tane kam sein eigener Untergang gar nicht so ungelegen. Am Silvesterabend kamen seine erbärmlichen Splicer aus den Armenhäusern geströmt und haben buchstäblich die Stadt gestürmt. Die Toten verfaulen auf der Straße und die Einwohner tun alles, um sich was für sie zu besorgen. Sie wollen nur noch eins, sich das Gesindel vom Hals halten. Was ist das eigentlich für ein Extrem, wenn ich hier doch nur minus 2 kriege? Was soll denn der Scheiß? Meine Güte, ich will jetzt irgendwie mal was Positives hören. Na? Na, guck mal, hier gibt es mich auch so mehrere Möglichkeiten. Hätte ich ja auch nehmen können. Würde mich schon sagen, aber doch eigentlich mehr als 2 Jungen, gell? Bin ich gerade über ein... Geschehe. Er bringt die doch jetzt um, oder? Die Falle war noch da! Nö! Ach ja, das Spiel. Hi, Big Daddy. Na, wie geht's? Gott! So die Sache war verliert jetzt irgendwie. Bäh. Nein! Ich meine, ist die Falle jetzt weg. Also der positive Aspekt dabei ist gar nicht mehr so klein. Also, was soll's? Ja, Alter, wie viel Big Daddy hat der eigentlich hier? Sag mal, sind die ganzen Fall wieder da, oder was? Hey, Menno! Nee, sind sie nicht, wie mich... Das ist... Mäh! Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben, ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Oh Gott, wie mache ich da? Was mache ich denn da jetzt? MG-Rückschuss, ich benutze das MG eigentlich ziemlich häufig. Wäre eigentlich schon geil, oder? Aber Granate für Schadensteckung. Wenn ich mit ihm schieße, ist es schon ein ordentlicher Punkt, oder? Also wenn, dann aber richtig oder so, ne? Interessanter Schalter.
Danke! Ach, hat sich doch gelohnt, den Schalter zu drücken. Ja, auf jeden Fall, der hängt da jetzt in der Luft. Ach, ich krieg's. Danke. Ich hab mal Vorteile daraus gezogen, ich bin begeistert. Ich hasse das Spiel, muss man nicht mal, wisst ihr das? Wie komme ich da eigentlich hin? Keine Ahnung, hi Big Daddy. Hahaha, dich selber. Dann gehen wir eben den ganzen Weg nochmal zurück und suchen nach Gegenständen. Gut. Hier waren wir glaube ich auch schon drin, wenn ich mich nicht irre. Irre ich mich? Toll. Danke. Ach, da hinten ist noch eins, das ist ja interessant. Also ich schieß drauf, geht nicht kaputt, ist gut. Lagerkiste, danke. Kontaktminen. Noch mehr MG-Patronen. Stickstoff, Stickstoff, bla bla bla, all die möglichen Scheiße da. Ich habe immer noch eine Belohnung, mich zum nächsten Adam-Ding da kommen, ne? Oh! Hi! Wenn man gerade davon redet. 200 Adam Hypnotar, sei es Big Daddy 2 und 4 Portanskisten. Danke! Bin ich wahrscheinlich auch schon drin vorbeigelaufen, ist mir aber ja. Erstmal einen ganzen Slot erhöhen. Ne, das haben wir schon. Nee, zusätzliche Gesundheit von 6 Bandagen. Plastine verbrauchen wir ja eh. Sicherheitsgemossen und Geschütze brauchen länger, um dich zu erspähen. Nehmen wir mal das da. Zack. 296 habe ich noch. Dann hauen wir mal noch rein. 2 Belastungsplatten weniger beim Hacken. Das finde ich gut. Leaf Upgrades. Auch immer nützlich. Dann 2 Alarmplatten weniger beim Hacken. Das ist praktisch. Packe ich das jetzt aber anstatt den der Dinger rein? Was war das nochmal? Geschützten Bots und Kameras. So. Dann abfackeln. Da war was für ein Punkt. Ah.
Bam. Verringert massiv die Preise an Verkaufsautomaten. Das finde ich aber schon ziemlich geil. Deswegen würde ich auch schon fast sagen, das setzen wir darüber. Hätte ich vorher wissen müssen. Gut. Läuft. Da ist nichts mehr drin. Autsch, Hacker. Witzig. Es ist ein echt witziger Automat. Gehen die Priester ein! Eine Stadt auf dem Meeresgrund errichten, welch ein Irrsinn! Aber wo sonst konnten wir uns aus den Klauen der Parasiten befreien? Wo sonst hätten wir eine Kunst entstehen lassen können, die nicht zensiert wird? Eine Wirtschaft aufbauen, die nicht kontrolliert und eine Gesellschaft erschaffen, die nicht zerstört werden kann? Es war nicht unmöglich, Rapture auf dem Meeresgrund zu bauen. Es war unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Oh, weißt du was? Weißt du was? Leck mich! Ganz im Ernst, leck mich! Willkommen im Zirkus der Wirt! Das ist nicht gerade günstig, ne? Da brauchen wir trotzdem erstmal nichts, aber dann haben wir den. Ich schicke dir Seuchen! Was ist das? Pro Aim! Hororo! So, hier unten war schon mal nichts. Jetzt gehen wir so Stück für Stück vor. Hier wäre immer Ionengil gewesen. So, das sind jetzt die Heat Loss Monitors. Gucken wir mal kurz rein. Also der Hitzeverlustmonitor. Der sagt mir nämlich. Ah, meine Falle von damals noch. Cool. Fast schon cool. Ich vernichte deinen Erstgeborenen! Ja, vernichte immer meinen Erstgeborenen, währenddessen vernichte ich dich. Wie du glaubst, du kannst mich austricksen! Das ist... Ha! Die Gepatronen nehmen wir doch gerne nach dieser Aktion. Sonst gibt es hier nicht so viel, ne? Oh, die Folge hat ein bisschen überlängert, deswegen mache ich die jetzt aus. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.